Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Ja, so, wir haben gleich zu Anfang einen kleinen Trauerfall zu betrauern. Ja, Trauerfall zu betrauern, das macht Sinn. Uns ist leider einer verstorben. Turner, Rip Turner. Also nicht Eisen, nicht Rip Turner, sondern ne? Rest in Peace. Turner war ja unser Duplikant eigentlich von Iradalin, unser Bauheini von Iradalin. Den hatten wir hier erstmal ein bisschen eingesetzt, weil wir ihn hier einfach auch gebraucht haben. Naja, er ist leider verstorben. Warum ist er verstorben? Ich weiß es. Gut, er ist erstickt. Das so viel weiß ich. Er war irgendwo hier im Gange oder beziehungsweise hier in diesem Bereich. Und er hatte auch eine Luftmaske, aber die war natürlich leer und er war verletzt, sehr langsam unterwegs. Ich hatte ihm eigentlich auch, was heißt eigentlich, ich habe ihm das Krankenbett zugewiesen, also eigentlich hätte er geheilt werden müssen, aber irgendwie, ja, hat er es dann nicht mehr geschafft und ist dann verstorben. Tja, eine kleine Gedenksekunde für Turner. Eine sehr kleine. Ja, wie dem auch sei, wir müssen natürlich ein bisschen weitermachen. Ich habe diverse Sachen eigentlich. Bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen hier erstmal das Ding hier wieder nochmal weiter einzufassen, weil wir hier in dem Bereich unterwegs sein müssen. Wir brauchen unbedingt Schwefel für unsere Beete natürlich. Wir brauchen unbedingt Kohle. Das müssen wir alles irgendwie abbauen. Also hier zumindest ein bisschen was abbauen. Und hier überhaupt, wo überall halt ein bisschen Kohle irgendwo im Gange ist. Das müssen wir machen. Und was wir wohl auch hinkriegen müssen, wäre hier der Bereich, weil wir hier alles voller Chlor haben und wir müssen halt Chlor loswerden. Wir müssen unbedingt Chlor loswerden. Na, überall Chlor, wo er eigentlich nicht hingehört. Ich weiß auch gar nicht, wo der Chlor tatsächlich, wo das Chlor herkommt. Hier in dem Bereich, warum wir hier so viel Chlor haben, das weiß ich nicht. Kann mal sein, dass es hier und da vielleicht mal eingefasst ist in irgendwelchen, hier zum Beispiel so wie hier, na hier jetzt nicht, aber in solchen Bereichen hier eingefasst. Aber dass wir hier auch so viel Chlor haben, ich weiß nicht, wo das sonst herkommen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe gerade, wir könnten, warte mal, Kochzutaten, Medizin könnten wir, Allergiemedikamente, die packen wir natürlich auch mal auf Lager, ich weiß gar nicht, warum die da nicht drin sind, und Kochzutaten wäre, könnten wir die Samen da reinschmeißen, die Samen. Essbar Kochzutaten. Hapsbohne. Na, das geht tatsächlich nicht. Naja, gut, weil das nichts Essbares ist, offiziell. Aber ich würde ganz gerne vielleicht die Dornblütensamen, die würde ich vielleicht hier irgendwo mal deponieren. Na, guck mal, das ist schon sehr, sehr gut, ne? Volle Akkus hier vorne, das funktioniert sehr gut. Und außerdem haben wir hier noch ein, zwei, drei weitere Schnecken. Hier ist noch eine Dunstschnecke. Ich weiß jetzt nicht, was die noch treibt. Hab ich schon wieder vergessen. So, ihr beiden kommt mal. Ihr beiden werden mal eingefangen. Ihr dürft wieder lecken. Pflegen dürft ihr. Ja, das haben wir. Kopieren. Ja, Dornblütensamen. Dornblütensamen, die müsste man eigentlich mal hier einsammeln. Priorities. 9. Ja, machen wir die mal auf 6 runter. So. Ja, hier müssen sie noch ein bisschen weiter buddeln. Da brauchen wir nochmal die Ziegel. Da können sie sich durchbuddeln. Eigentlich müssen wir hier unten so ein bisschen erweitern. Oder wir machen das so. So. Ja, genug zu tun haben sie auf jeden Fall, die Dubis. Steht außer Frage. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Also ich bin noch gerade in der Forschung so ein bisschen bei. Wir haben ja natürlich noch gerade wenig Möglichkeiten. Wir brauchen natürlich erstmal Uranerz und wir können hier noch ein bisschen forschen, aber er ist gleich fertig, so wie es aussieht. Das wäre schon mal super. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich auch noch das Chlor hier wegmachen muss, weil ihr seht ja selber, ne? Die sind hier gerade am Ersticken und das finde ich ein bisschen ungeil. So, Forschung abgeschlossen. Sehr geil, sehr cool. Möbel, weil jetzt haben wir nämlich
Ja gut, Windtunnel, das interessiert uns jetzt weniger. Aber wo war jetzt das andere? Ich hatte mir noch irgendwas... Ungertüt, genau, Transitrohre. Die wollte ich nämlich ganz gerne nochmal bauen. Das Problem ist natürlich nur Plastik. Wir brauchen wieder Plastik für die Rohre, ne? Das ist natürlich das Dilemma, was wir haben. Wir haben immer noch kein Plastik. Also ich mach den mal eben aus. Achso, der ist schon, das Swedel ist schon aus, alles klar. Der ist an, ne? Ja, alles klar. Gut, 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 gut. Okay, dann lass uns mal das Ding... Na gut, hier haben wir überall so ein bisschen Chlor. Wir müssen hier echt mal gucken, dass wir Chlor... Ja, wir haben überall so viel Chlor, ne? Irgendwie. So, wir haben keine Kohle. Ey, das ist echt so unglaublich. Ja gut, ich, was soll ich machen? Ich habe jetzt momentan... Nicht die Ressourcen einfach, das ist das Problem. Wir können höchstens mal versuchen, ob wir uns mal Strom von hier oben mal wegziehen. Also von hier wegziehen. Und dann hier erstmal ein bisschen klar Schiff machen. Das lassen wir uns doch mal angehen jetzt, bevor wir hier weiter rumquaken. So, wir brauchen Chlor. Ich würde sagen, das bauen wir hier irgendwo hin. Output. Sag mal so drei nebeneinander. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da brauchen. Bunkerziel. Mal erstmal rein. Dann brauchen wir Lüftung. Mal direkt hier drunter setzen. So. Machen wir Lüftungskanal. Input. Mach mir keine Angst. Das kann ich mir gar nicht leiden. So, da kommen wir noch ran. Das ist sehr gut. Ich hoffe, dass da... Na, ob die da auch von da aus auch noch rankommen, weiß ich jetzt gar nicht. So, das bauen wir gleich. Dann können wir mich hier mal so nach und nach den ganzen Klo mal weghauen. Dann brauchen wir noch einmal Strom von hier oben. Strom, da hängt das mit dran. Das mit dran, okay. Wusste ich gar nicht, dass wir das noch mit drauf haben. Okay, okay, cool. Da hängt aber einiges dran. Wir könnten theoretisch hier abgehen. 240 Watt, ey, das ist aber auch so übertrieben, ne? So. Einmal gehen wir hier ab. Potenzielle Energie. Hier lang. Und was hier alles an Viechers rumrennt. Einmal hier runter. Dann machen wir eine Brücke. Los Brückos. Los Brückos. Und dann machen wir noch ein Los Cablos hier lang. So. Dann haben wir das mit eingebunden. Dann können wir hier erstmal das ganze Chlor erstmal einfangen. Was macht ihr denn hier alle? Seid ihr hier rübergesprungen oder was? Sieht ziemlich so aus. Ich meine, die Dubis haben momentan etliche Aufgaben, ne? So ist es nicht. Also, wir haben ja gut zu tun. Ah, ist auch ein bisschen Kohle, ein bisschen Kupfer. Das sind eigentlich alles so Sachen, die man alle mal abarbeiten kann hier. Weil das ja auch alles so wichtig ist, deswegen markiere ich einfach mal alles. Hier eigentlich alles ist noch Magmatit. Da ist auch noch mal ein bisschen Kohle. Kulinski. Da ist Kohle, da müssen wir eigentlich auch noch mal hin. Da kommen sie noch nicht hin. Na, also überall wieder so ein verschmutzter Sauerstoff. Dann ist hier wieder Chlorgas, Wasserstoff. Was war das? Kobalt-Vulkan, ach so, die Nummer war das. Oh, da müssen wir irgendwie auch mal so ein bisschen hier isolieren, ne? So ein bisschen, so ein Badenwatt. Ein Badenwatt müssen wir hier auch noch isolieren. So. Das mal weg, zerlegen. Das mal so ein bisschen einpacken, das Ding.
Ach ja, die haben überall zu viel zu tun, ne? Deswegen, wir brauchen unbedingt auch Dubis. Wir brauchen jetzt insgesamt, also wir brauchen jetzt sowieso einen Ersatz für Turner. Das heißt, wir brauchen noch einen, der bohren kann oder generell abbauen kann, graben kann. Dann brauchen wir sowieso nochmal einen Dubi, sowieso nochmal mehr dazu. Was mich gerade dazu bringt, wir können das Ding eigentlich auch abbauen hier. Zerlegen. Ja. Das habe ich extra, ich hatte extra diesen Raum, hatte ich extra für Turner gebaut, weil Turner hier bei uns ja rumlief die ganze Zeit, hat er hier die ganze Zeit rumgegraben, weil ich mir den ausgeliehen hatte von ihrer Darlin, so, und dann hatte der ja Angst der Nacht, und das heißt, er braucht ein Licht. Dafür war eigentlich die Lampe da, ich hatte alles schon hergerichtet, weil ich gesehen hatte, dass er gar keinen eigenen Schlafraum hat. Und ja, dann ist er plötzlich gestorben. Toll. Ja, das ist natürlich mega bescheiden. Deswegen habe ich da nochmal so einen kleinen Raum gebaut. Da haben wir noch ein bisschen Wasser. Wundert mich sowieso, dass sie so lange mit dem Wasser klarkommen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns hauptsächlich jetzt von den Beeten hier ernähren. So, und dann machen wir uns auf jeden Fall auch noch einen zweiten Raum hier mit Schnecken auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier nochmal 3 Eier. Also einen Raum würde ich mir ganz gerne nochmal machen, hier irgendwo in der Ebene hier. Damit wir hier von der Kohle runterkommen. Hier haben wir jetzt ein Potenzial, eine potenzielle Last von 2300. Und die hatten doch beide 1200 Watt doch, glaube ich, an Leistung, ne? Also würden die ja ausgeben. Das heißt, das würden wir komplett den Kreis, könnten wir eigentlich damit doch komplett schon befüllen. Das wäre doch ganz, ganz praktisch eigentlich. Und die haben auch eine potenzielle Last von 1350. Das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich noch. Naja gut, das ist eigentlich auch nicht richtig. Weil mal abgesehen davon gehen natürlich die Kabel kaputt. Wir brauchen eigentlich das starke Leiterkabel oder ich weiß gar nicht, das hier. Das gibt bis 2 Kilowatt. Eigentlich brauchen wir die Kabel schon. Alles, was über 1000 Watt drüber geht, da müssen wir schon die 2000 Watt Kabel eigentlich legen. Damit die das abkönnen. Aber ihr seht ja, wir müssen echt, ne, wir müssen nicht die ganzen Duplikanten müssen erstmal so ein bisschen erstmal arbeiten lassen. Das ist immer so das Dilemma bei Oxygen Not Included, wenn man halt was aufnehmen möchte, dass man immer halt warten muss, bis sie halt mit Bauen fertig sind. Das ist immer so ein bisschen mäh. Das ist natürlich immer ein bisschen mehr, aber was willst du machen? Du kannst ja eben halt auch nicht hexen. So, aber dann kriegen wir erstmal das hin. Mit dem Chlor. Wir werden die Pumpe erstmal dann auch versetzen, ne? Wir werden erstmal hier absaugen. Dann hier absaugen. Dann ziehen wir hier oben nochmal. Hier nochmal alles weg. Das wird ein bisschen dauern, bevor wir da was machen können. Wir können natürlich jetzt auch mehrere Pumpen reinbauen. Aber ich will jetzt auch den Stromstrang hier nicht zu sehr überlasten. Den Energiestrang. So, der Fisch ist auch gleich am Moors. Was ist eigentlich hier drin? Flüssigkeitstank. Was hatte ich da reingepackt? Ach so, das war einfach nur Schmutzwasser, alles klar. Schmutzwasser für hier. Okay, alles klar, verstehe. Schmutzwasser für hier. Ach so, und hier haben wir keine Flüssigkeit. Okay, da müssen wir eigentlich auch bei. Maffisches Gestein. Hier wollte ich eigentlich auch mal das Wasser mal durchleiten. Da müssen wir dann aber hin. Und da wollen sie natürlich ungern hin. Hier warten auf Lieferungen. Ja klar, da haben sie nicht wirklich Bock drauf. Kann ich nachvollziehen. Aber auch das werden wir regeln. Machen wir das am besten hier den vielleicht, ne? Zerlegen. Dass wir das Wasser erstmal noch unten ablaufen lassen können. Ist ja eigentlich alles dicht hier, ne? Ja, alles klar. Ein großer Moment. Ah, halt. Jetzt müssen wir hier eigentlich zumachen. Das machen wir mal auf Prio 9. Läuft das nämlich gleich über.
Frank! Gib Gas, Frank! Frank, gib Gas! Los! Nein, nicht, nein, nicht reinstellen! Okay, das war ja noch einigermaßen okay. So. Können wir eigentlich den ganzen Kram hier eigentlich erstmal auffordern? Ne, ist zu viel, sagt er wieder. Aber ja, gut. Ist okay. Ist in Ordnung. Ist okay. Das müssen wir eigentlich den Kram hier einmal abbauen. Eigentlich müssen wir ja noch weiter runter. Es wäre eigentlich gar nicht so doof, das noch weiter runter zu machen. Weil hier nämlich noch, ein kaltes Biom ist. Mal hier ist es nämlich so richtig schön kühl. Vielleicht, glaube ich, das machen wir auch mal. Wir werden das immer weiter ausbauen. Auf die Ebene erstmal. Hier muss es eigentlich ja nicht isoliert sein. Was geht hier denn ab? Was passiert hier? Hä? Ach so. Ach so, weil die Tür offen war. Ja, okay, ich verstehe. Das macht natürlich die Pumpe, die wir hier gesetzt haben, natürlich dann auch gleich wieder sinnlos. Aber es fällt mir jetzt auch gerade erst ein, dass wir das an der Stelle machen können. Warum haben wir noch so viel Flüssigkeit? Sag mal, was ist hier los? Warum? Warum tust du so? Warum? So, das war gerade auch doof. Abbruch. Okay, da kommen sie sogar auch hin. Das ist ja grandios. Haben wir die Möglichkeit... ich muss eigentlich wieder eine neue Pumpe setzen. Sanitär. Eigentlich müssen wir das... Ja, es ist natürlich total bescheuert, dass wir das hier so machen, aber egal. Hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, dass wir hier auch noch runtergehen können oder sollten. So. Mal Strom setzen. Müssen wir die ganzen Kabel wieder neu ziehen. Und die Pumpe können wir gleich wieder abbauen. Aber es wird auch nicht so viel bringen. Guck mal, wenn wir jetzt... Das Stück haben wir jetzt noch dazu. Dann fehlt das... Naja, gut, dann können wir das bis hier... vielleicht freilegen. Dann könnten wir hier vielleicht das Rohrsystem wieder neu bauen. Das wäre ja okay. Das könnte man machen. Verhungern. Was? Gehen wir mit ihr verhungern. Die sollen noch was essen. Es ist genug da. Auch wenn wir nur noch 370.000 haben. Aber wir haben genug Essen da. Die soll man keinen erzählen hier. Oder wir bauen das noch weiter runter. Wir bauen das noch weiter runter. Oder? Wir bauen das noch weiter. So, jetzt aber auch gut. Jetzt aber auch gut. Das muss jetzt mal reichen. So, dann bauen wir das nämlich auch gleich ab. Dann ist es da. So. Da sanitär. Dahin. Vorleitung dahin. Und dahin. So.
Ja, so ein bisschen verarscht werden sie sich auch vorkommen. Hey, willst du da noch rein haben? Jetzt vier offen, vier zu. Was machst du da davon? Halt. Oh. Haben wir einen dabei, der graben kann? Ja, Salzwasser haben wir, glaube ich, genug. 9 Medizin, 7 Landwirtschaft, hier zur Stärke graben, plus 2. Kann Bauernaufträge nicht durchführen, Landwirtschaft gesenkt. Ada. Ja, zumindest plus 2 auf Graben, ne? Zumindest plus 2 auf Graben. Ballonkünstler. Geisterungsreaktion Ballonkünstler. Okay. Das Reaktion Otzen. Wollen wir die gleich nehmen oder was? Ja, nehmen wir die mal mit. Ja, nehmen wir die mal mit. Was? Frau Crandis? Candice Mose? Vinci Krupp. Vinci Cup. Kelsey. Herr Kelsey. Ja, genau. Herr Kelsey. Nennen wir ihn. Zeldema der Auserwählte. Wusste ich gar nicht, dass man hier. Kelly, machen wir mal blind. Ich drücke einfach so lange drauf, bis ich. So, den Namen nehmen wir jetzt. Böse, ja, okay, alles klar. Ja, gut, wenn das Spiel sagt, ist ja okay. Wenn das Spiel so will, dann machen wir das halt so. Ups, warte mal. Die Böse natürlich. Forschung, Fertigkeiten. Die Böse. Du sollst graben. Zack, schweres Graben sollst du. Schweres Graben, so. Mal Grabi. Und Schuss. So. Na, weil Turner war auch ein Grabeheini. Ich meine, gut, letztendlich war der eben halt auf dem anderen Planeten zugange, aber wir werden sie erstmal nutzen. Okay. Das können wir auch mal hier mal so ein bisschen jetzt sauber machen, dass wir hier mal so ein bisschen zu Potte kommen. Da haben wir ein bisschen Wasser. Da können wir ein bisschen ran. Ach so. Ja, okay. Das ist gut. Ja, das ist in Ordnung. Das lassen wir so. Das wird dann hier sowieso rüber gepumpt. Ja, ist okay. Dafür haben wir das ja mal gebaut. Ja, ist schon okay. Ist schon recht. Das passt schon. Okay. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir müssen den Ups dann nur gleich da rüber, hier runter. Da hatte ich nochmal WCs reingebaut, weil die sich da immer erleichtert haben an der Stelle. Da fehlt immer noch ein Stück Kabel. Ja, die haben natürlich für nichts Zeit, ne? Die Jungs und Mädels. Deswegen sag ich ja, das ist immer mit Oxygen mal schwer zum Aufnehmen, wenn man nicht gerade konstruktiv was macht, dann, oder gerade was kurz vor Abschluss hat, dann ist es immer ein bisschen mehr. Da sind auch noch überall Kohle, da müssen wir eigentlich auch noch mal ran. Ich mach mal fleißig neue Bauaufträge. Ja, was willst du machen? Brauchen wir. Ist ja nicht so, dass wir es nicht brauchen. So, das mal weg hier, den Krams. Wir können eigentlich mal die ganzen Schmodder hier abbauen. Einmal alles weg. Das ist ein Rotz. So. Aber wer verhungert denn schon wieder? Ihr sollt erst essen. Habe ich die überhaupt alle auf Priorität gesetzt? Die habe ich tatsächlich auf Priorität gesetzt. Warum mache ich die auf Priorität? Vielleicht, wenn die auf 5 sind. Ist zwar wichtig, gar keine Frage, aber es ist alles wichtig letztendlich hier. Ah, hier müssen wir auch mal hin. Da müssen wir hin. Wie das alles aussieht mit den ganzen Kreuz und Quer, das macht mich ganz wuschig. Aber es wundert mich auch, dass es so tief runter geht. Also ich meine mich zu erinnern, dass es... hier geht es noch ein ganzes Stück runter. Ich meine mich zu erinnern, dass die wesentlich kleiner waren normalerweise, die Planetoiden, und man hier eigentlich schon relativ zügig nachher Lava hatte. Also das wäre schon ganz geil. Hier könnte ich mir das vor allem ganz gut vorstellen,
Wenn wir das Wasser von hier aus runterlaufen lassen, bis keine Ahnung wohin hier. Und wenn wir hier Lava haben und das dann dort verdampfen lassen, dass wir dort Energie produzieren können. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das könnte ich mir tatsächlich richtig gut vorstellen. Dann könnten wir so einen schmalen Kanal machen, dass das Wasser hier einfach nur runterlaufen. Und dann bauen wir uns irgendwo Dampfgeneratoren rein. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, wie ist es jetzt hier mit dem Chlor? Da sind sie immer noch nicht weiter. Aber wie gesagt, die sind natürlich auch nicht in Gang. Ne? Da sind jetzt 11 Dubis. 11 Dubis haben wir hier, Gesamtbevölkerung 13. Zwei juckeln noch hier irgendwo Iradalin rum. Da ist aber bis jetzt auch noch nichts. Auch noch nichts doll. Also da habe ich auch keine Meldung, dass da jemand am Fennebeln ist. Ausbrütung. Brüten die da aus gerade oder gucken die da einfach nur rum? Eingeengt? Wieso, warum fühlt sie sich eingeengt? Und eingeengt, ihr seid zu zweit. Ihr seid zu zweit, Leute. Stellt euch mal nicht so an. Eingeengt. Gut, das liegt natürlich nicht an dem einen Block, aber trotzdem eingeengt. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Schnecken überhaupt so weit provozieren kann, sag ich mal, dass sie sich immer an bestimmten Stellen. Ach, tatsächlich. Okay, ist glücklich. Okay, jetzt sind sie glücklich. Es lag doch an dem einen Block. Und hier liegt sogar noch eine vierte Schnecke. Das ist ja geil. Okay, dieser eine Block, dieser stört mich, dieser eine Block. Mann. Ja, Frank, ich weiß, du kriegst keine Luft, aber hier müssen wir erstmal, das Klo erstmal hier wegkriegen. Wie schaut es hier um aus? Da sind wir schon wieder voll. Ah, siehst du, guck mal, das ist ein Problem. Wir müssen forschen. Sonst kommen wir da nicht weiter. Was haben wir hier denn? Botanischer Analysator und identifiziert Samenunterarten. Das könnte man nochmal machen. Ja, komm, wir machen das. Wir forschen es einfach mal. Damit uns nicht die ganzen Teilchenblitze abhanden kommen. Das ist ja schade drum. Ich weiß gar nicht, gab es nicht auch Speichermodule oder sowas für ein Teilchenblitze? Doch, da gab es irgendwas. Vielleicht sollten wir da eher mal hinforschen. Fällt mir mal gerade so spontan ein. Teilchenblitze. War das nicht hier irgendwie? Artefaktanalyse. Hier mal hier. Teilchenblitzeindämmung. Speicherteilblitzchen in einem hochenergetischen Zustand für den Transport. Erfordert ein grünes Signal, um Teilchenblitze aus dem Lager freizugeben. Wenn der Teilchenblitz-Schwellenwert erreicht ist, die geladenen Teilchenblitze zerfallen schnell. Forschungsreaktor, Uranzentrifuge. Ach so, damit können wir nachher, glaube ich, wieder... eben halt das angereichertes Uran, warte mal, extrahiert angereichertes Uran aus Uranerz. Gibt abgereichertes Uran in geschmolzener Form aus. Teilchenblitzantrieb. Das müssen wir erforschen hier. Teilchenblitzeindämmung. Speicherteilchenblitze in einem hochenergetischen Zustand für den Transport. Aber für den Moment, für den Transport, Teilchenblitzlager, können wir das dann einfach hier... Ja doch, das dürfte gehen. Forschen wir das Ding erstmal. Dann können wir Teilchenblitze nämlich vielleicht erstmal speichern. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger als alles andere.
machen wir das. Und hier den können wir auch mal einstellen auf 100. Bevor er schießt. Dann sind wir da auch ein bisschen safe. Na? So. Das können wir zum Glück ja auch steuern. Okay, gut. Ja, ich habe irgendwie nicht so viel geschafft, aber naja, ein paar Sachen zumindest angegangen. Gut. Ich werde die Dubis jetzt erstmal noch ein bisschen bauen lassen. Ein, zwei Tage lasse ich die, oder Zyklen besser gesagt, lasse ich die nochmal einmal durchlatschen hier. Weil man sieht ja, na gut, jetzt sind die gerade am Forschen wie die wilde Wutz. Und ansonsten ist auch so immer viel zu tun, viel zu bauen, viel zu tun. Überall sind sie am Rumlatschen. Das sieht hier aber auch aus wie Kraut und Rüben, ne? Das ist wirklich unglaublich. Aber ich muss immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich kann einfach nicht strukturiert vorgehen. Das geht einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. So, das lassen wir erstmal so, den Krams. Hier ist schon fast voll. Okay. Hier wird auch fleißig weitergebaut. Das ist gut. Naja, okay. Jetzt ist sowieso gerade Feierabend. Das passt ganz gut. Insofern vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Durchhalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder, wenn wir hoffentlich vielleicht schon mal ein bisschen was umgesetzt haben. Immer die Pumpe hier fertig gemacht haben, wenn wir vielleicht dann diesen Energiespeichen, diese Teilchenblitz-Dingsbums fertig gebaut haben. Teilchenblitzzerfall. Ja, ja, okay. Das werden wir jetzt nicht mal aufhalten können. Das werden wir jetzt nicht mal aufhalten können. Ah, das ist nicht genau das, was... Naja, ich sag da nichts zu. Also, vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.